So, meine lieben Freunde, und jetzt gibt es noch einmal eine kleine Einführung zu dem, was wir alles Geld nennen, was wir früher mal hatten. Ne? Unser Gold, unser Silber, damit hat man früher mal bezahlt. Das war unser Geld, das ist das, was die Banken uns geraubt haben. Das haben sie nämlich eingeschmolzen, all unser Gold und Silber, unsere wertvollen Kunstgegenstände, die in Handarbeit hergestellt worden sind. Die lagern jetzt zu tausenden Tonnen eingeschmolzen in den Kellern der Banker. Da waren unwiederbringliche Stücke drin, von höchster handwerklicher Qualität und Schönheit. Die haben die Banker einfach eingeschmolzen. Ihnen war das Material wichtiger wie unsere Kunst und Kultur. Das hat sie nämlich nicht interessiert. Ja. Und das Geld heute, was wir heute haben, dieses Papier, ne, dieses Klopapier namens Dollar und Euro, was anderes ist es nicht wie Klopapier oder sowas ähnliches wie eine Quittung, die wir kriegen an der Kasse, die nehmen wir noch nicht mal mehr in der Hand. So schnell wie wir die gekriegt haben, lassen wir die auch fallen. Und was ich mit Papier mache, wenn ich es benutzt habe, weiß ich ganz genau, wenn ich das frühmorgens mache oder abends. Ich lasse es danach fallen. Das mache ich. Genauso ein Papier ist der Euro und der Dollar. Und die ganzen anderen Währungen, wo das Geld mit Zinsen erzeugt wird. Ne? Weil alles Geld, was im Umlauf ist, wird immer nur durch Kredit erzeugt. Und für den Kredit müssen wir noch Zinsen bezahlen. Und wie hoch die Zinsen sind, habe ich euch schon erklärt. Und wenn der Banker nicht genug Geld nachschießt, ne, an die Demokraten, weil die sind nicht ganz so das helle Licht an bei denen, ne, ist es eher dunkel, dann passiert das, wenn sie nicht genug Geld nachschießen, ne, was wir hatten in der Weltwirtschaftskrise. Eine Weltwirtschaftskrise, die wir nie hatten. Es gab eigentlich genug zu essen und genug zu trinken. Wir hätten auch genug arbeiten können. Nur haben die Banker einfach den Geldhahn zugedreht. Ne? Wenn alles Geld abbezahlt ist, muss man auch nicht mehr arbeiten dafür. Aber so haben wir immer Schulden und müssen immer dafür arbeiten. Ne? Durch den Zins. Und dass es nicht nur 3 Euro sind, die wir da abbezahlen, ist ja wohl klar. Ne? Habt ihr jetzt langsam... Brennt es da oben, ne? Ist die Lampe an? Soll ja auch mal langsam passieren, dass die Lampe angeht. Ja. Und die Demokraten, die machen dieses Spiel immer mit den Bankern, mit den Abschreiben, ne, mit den Zinsabschreiben, mit den Zinspapieren, wo wir nachher unsere Rente kriegen und. Unsere Rente, was kriegt man noch? Ah ja, unsere Krankenkasse, eine Rentenkasse. Eine Krankenkasse für Kranke oder ist die für Gesunde? Fragen über Fragen. Genau Antworten weiß ich nicht, die genaue Antwort. Eine kranke Kasse, aber sagt der Name schon, die Kasse ist krank. Und die Rentekasse gehört in Rente. Also auf Nimmerwiedersehen. Weil mit diesen 20%, die wir für unsere Fürsten bezahlt haben, könnten wir alles ganz locker bezahlen. Überlegt mal, ein Landwirt produziert Lebensmittel für 40.000 Personen mittlerweile. Da tut ja nur noch einer Lebensmittel produzieren für 40.000. Da muss ja nur noch einer für die Lebensmittel arbeiten. Und die anderen 40.000? Tja, die hätten wirklich eine bessere Aufgabe, als nur in eine Krankenkasse zu sitzen oder in einer Rentenversicherung und. Das brauchten die da alles nicht. Es würden so viele Arbeitsplätze frei werden, wo die Menschen das für was Vernünftiges arbeiten könnten, was ihnen Spaß macht und wo sie alle glücklich wären. Hundeli? Aha. So, gut, jetzt mache ich mal Tschüss.